Hey, hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hast vielleicht schon bemerkt, es ist heute ein etwas kürzeres Video geworden, was einen ganz bestimmten Grund hat. Ich war schlicht und ergreifend einfach nicht in der Mut, mir irgendwas aus dem Arsch zu ziehen. Zum Thema Bücher, ich war einfach nicht in der Stimmung, weil mich beschäftigt seit Wochen wirklich schon ein Thema, das sich immer weiter reinfrisst bei mir und da wo ich immer ein klarer Sieg so im Endeffekt. Und ich sage euch was, ich weiß schon. Bevor jetzt, ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, dieser Thumbnail halt ist total die Clickbait-Aktion, weil sich jeder denkt, oh, hört der Basti jetzt auf? Nein, ich höre nicht auf, aber ich höre tatsächlich mit was auf. Und zwar habe ich mich dazu entschlossen, keine Amazon-Links mehr in meine Infobox zu packen. Und habe mich gleichzeitig dazu entschlossen, auf YouTube-Werbung zu verzichten. Das heißt, wenn ihr Werbung von meinem Video seht, dann geht das nicht auf meine Kappe, dann geht das nicht auf mein Konto, dann verdient da vielleicht wer anders was damit. Ich will das aber tatsächlich nimmer und das Ganze hat natürlich Gründe und die möchte ich euch jetzt einmal in aller Kürze, Würze hier vorstellen und einfach kurz ins Bild setzen, was sich da so in mir getan hat. Eigentlich hat es doch mit Büchern zu tun, ja, weil ich habe Bücher gelesen, die mich wirklich an diesen Punkt gebracht haben und um die Situation ein bisschen breiter noch aufzustellen und zu erklären, ich bin ja auch mit meiner Tätigkeit als Musiker ganz viel mit Online-Business konfrontiert und ich sage euch ganz ehrlich, was Online-Business ist, wirklich nerviges Business und das Nervige am Online-Business ist, dass es nur ein Business ist und dass es da nur um Geld geht und das ist das, was mir so richtig auf den Sack geht. Ich sage es euch so, wie es ehrlich, ganz ehrlich, wie es ist. Ich habe mal zum Beispiel Bücher angehört und durchgelesen wie Der Store oder Konsum, davon habe ich eigentlich schon berichtet. Konsum hat mich wirklich stark schockiert. Dann bin ich aktuell dabei, noch Vincent zum Lesen vom Joey Goebel. Und das hat mir irgendwie, das hat meine Sicht auf die, also meine komplette Sicht auf die Medienwelt allgemein total verändert. Und ich dachte mir, Mensch, ich will das eigentlich nicht mehr. Ich will mich eigentlich nicht von Amazon vor die Karre spannen lassen und ich will dich nicht dazu bringen, dass du auf meinen Link unten draufklickst und ich da ein paar Cent Gage dafür kassiere praktisch und du dafür bei Amazon deine Bücher einkaufst, weil das, was ich eigentlich von dir will, ist, dass du, also nicht falsch verstehe, es kann jeder machen, was er will, das ist jetzt ja gar kein Angriff auf irgendwen, der das vielleicht anders macht, aber ich habe für mich das so entschieden, dass ich es nicht mehr will, aber ich da dir empfehlen, sagen wir es mal so, so kann ich es besser sagen, ich würde dir empfehlen, dass du einfach zu dem Buchdealer bei dir um die Ecke gehst. Ja, sagen wir uns ehrlich, die allermeisten Leute von uns haben eine Buchhandlung irgendwo in der näheren Umgebung. Fahr da hin, kauf da deine Bücher, lass die da einfach fachkompetent beraten. Da sind Leute, deren Leben ist einfach Literatur, deren Leben sind Bücher und die haben einen Buchladen aufgemacht, weil sie es so geil finden und die sollen unterstützt werden. Mir ist das letzte Mal so wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich war so in mein Favorite Bookstore beim Nagel in Amsberg und habe mir gedacht, fuck ja, das sind Leute, die arbeiten hier drinnen und die machen das cool, die richten diese Buchläden unheimlich liebevoll her, haben sogar für Kinder so ein Schiff da aufgebaut und so. Also es ist richtig cool und angenehm und da ist so ein Teppich drin und es ist so schön in so einem Bücherladen zum Sein. Dass ich mir echt gedacht habe, was scheiß drauf, ich brauche das nicht, dass ich ein Buch bestelle und das dann einen Tag später bei mir auf dem Treppchen liegt. Ich mag lieber da hingehen, ich möchte da hingehen, weil es ist einfach, ich weiß nicht, also das ist natürlich vielleicht jetzt alles ein bisschen pathetisch oder übertrieben, aber wir haben diese Bücher, die ich gelesen habe und auch die weltpolitische Situation, diese Situation um diesen ganzen Rohstoffmangel, der jetzt da aufkommt, an manchen Stellen ist ja eh nur lächerlich, aber diese ganzen Rohstoffmangel, wo ich mir denke, fuck ja, diese ganze Globalisierung hat nicht nur schlechte Seiten, natürlich, aber
Ja, durchaus auch nicht nur gute Seiten, ja. Wir haben einfach gewisse Sachen, die wir auch selber herstellen können, abgeben, weil es irgendwer anders billiger herstellen kann. Was aber im Umkehrschluss auch wieder bedeutet, dass unsere Leute, unsere Menschen, die in unserer direkten Umgebung sind, diesen Job auch nicht mehr machen müssen und auch nicht mehr kennen und ihre Leidenschaft nicht mehr frönen können, ja, weil wir einfach hergingen und alles von sonst irgendwo bestellen und es erstmal um die halbe Welt gekarrt wird. Und auf das habe ich einfach keinen Bock mehr. Da denke ich mir echt, und ich habe halt, ich muss jetzt auch sagen, nicht, dass jetzt mir irgendjemand hier an die Karre fährt, ich kenne es mehr an die Karre fahren, ist mir eh wurscht, sage ich euch ganz ehrlich. Aber ich habe auch dieses Amazon-Buch gelesen vom Jeff Bezos praktisch, wie der diese Firma aus dem Boden gestampft hat. Chapeau, Respekt, gar kein Ding, um Gottes Willen. Das ist dem sein Business, das ist dem sein Leben. Ja, ist cool. Aber was nicht cool ist, ist einfach, dass man jeden anderen aus dem Markt verdrängt, so irgendwie. Da finde ich es einfach echt nicht mehr cool. Da denke ich mir echt, ich will jetzt wieder bewusster anfangen, auf die Leute in meiner Umgebung zu schauen. Und das ist eigentlich alles das, was ich sagen möchte damit. Ich will, dass es die Leute in meiner Umgebung gut geht und dass die einen sicheren Job haben und dass sie nicht allzu schwere Köpfe und nicht allzu starke Sorgen machen müssen, weil überhaupt keiner mehr als Beispiel in das Buchgeschäft kommt. Ich mache es tatsächlich aktuell in allen möglichen Bereichen so. Zum Beispiel habe ich ja Ostergeschenk gebracht, bin ich zum Depot gegangen, gibt der Depot bei uns ums Eck. Und diese einzelnen Firmen, die kommen natürlich jetzt alle zu legen und sagen, ah, und der macht es sei falsch und das andere falsch und keine Ahnung was. Klar, aber das, was ich eigentlich nur damit sagen möchte, ist, ich versuche mich ganz bewusst wieder an die Einzelhändler, an die Regionalen zu halten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass ich dieses Video mache und mir ist es wichtig, dieses Zeichen zu setzen. Selbst wenn dieses Video nur 10 Menschen anschauen und ernst nehmen, hey, dann habe ich 10 Leute vielleicht da ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen draufgeholfen oder so ein bisschen ein ganz klein wenig den Weg gewiesen. Macht's das. Ich finde es unheimlich wichtig, wenn man sich das mal so denkt. Es ist doch mega schade, wenn die Innenstädte aussterben und die Innenstädte sind praktisch in die meisten Städte einfach tot, sagen wir uns ehrlich. Aber ich will jetzt auch nicht hier groß ins Jammern kommen. Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Ich will mich nicht von Riesenfirmen, die sich alles einverleiben, vor die Karre spannen lassen. Ja? Weil, egal ob ihr jetzt das lustig findet oder nicht, ich bin zu sehr Rock'n'Roll dafür, dass ich mich von irgendwelchen Riesenfirmen vor die Karre spannen lasse und sage, hey, schaut's in der Infobox, weil da verdiene ich dann ein paar Cent. Ganz ehrlich gesagt, diese paar Cent in der Infobox, die brauche ich nicht. Also ich habe für mich entschieden, das brauche ich nicht. Ich möchte es einfach nicht unterstützen. Ich weiß, ich habe jetzt voll um den heißen Brei geredet und habe voll um dieses eine Thema hier rumschwadroniert. Ich hoffe, du warst mit dabei. Ich hoffe, du verstehst mich ein bisschen, wenn du mir jetzt zugeschaut hast. Und wie gesagt, Werbung bei mir nicht mehr. Ich werde das auch wieder abmelden komplett und auch die Amazon Affiliate Links werde ich mich wieder abmelden. Das werde ich wieder lassen. Ich habe wirklich eingehend darüber nachgedacht und es stinkt mir einfach. Das ganze System stinkt einfach. Sage ich mal so, wie es ist, die können mich mal. Und mache ich nicht mehr mit. Aber ich freue mich natürlich über jeden, der das Video anschaut. Ich freue mich über jeden, der einen Kommentar da lässt oder den Daumen nach oben nimmt oder was auch immer. Jeder, der mir aufmerksam zuhört und sagt, Basti, ich finde dich nicht. Ich finde, dass du nicht der komplette Idiot bist, sondern nur so ein bisschen. Bin ich total happy und das schönste Geschenk könnt ihr mir machen, wenn ihr euch meine Videos anschaut. Ich werde weiterhin mit Leidenschaft Buchthemen machen natürlich für euch und werde euch sagen, welche Bücher ich gelesen habe, wie es mir gefallen hat. Und ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf dich, wenn du mir weiter zuschaust und wenn du mir schreiben möchtest, schreib mir E-Mail, tritt mit mir in Kontakt. Das ist eigentlich das Schönste, was BookTube mir geschenkt hat. Sind unheimlich tolle Freundschaften, unheimlich tolle Menschen, die ich hier kennenlernen durfte. Und zwar sowohl Abonnenten als auch meine wundervollen Kollegen. Und bitte nochmal, no front. Ah, an Korn von meinen Kollegen, das hier kann jeder entscheiden, wie er es will. Ich bin der Letzte, der da irgendjemand frontet und sagt, hey, no front, aber Fact, will ich nicht. Ich habe das für mich so entschieden, wollte ich nur noch mal ganz klar sagen, was ihr macht, ist eure Entscheidung und ich schaue trotzdem alle eure Videos gern an von meinen Lieblings-Booktuber. In diesem Sinne, viel Liebe aus Belletristik-Bastis Seite und weil ich erklärt habe, manche Leute haben mir geschrieben, Basti, ich habe die Glocke eingestellt, aber irgendwie kriege ich keine Benachrichtigung mehr. Okay, das ist wohl dieser Algorithmus, der hat entweder keinen Bock mehr auf mich oder dem bin ich zu, keine Ahnung was, however, aber
Ich pfeife mich jetzt nicht mehr um den Algorithmus und ich werde jetzt auch die Videos wieder posten, wann ich Bock habe, weil ich habe schon versucht, ich bin auch dankbar für die Tipps. Ich habe wirklich tolle Tipps gekriegt, weil ich tolle Menschen kennengelernt habe, die mir helfen wollten. Aber ich werde meine Videos jetzt auch wieder des Morgens posten, weil das fühlt sich für mich irgendwie richtig an. Und ich sag's euch wirklich, es ist so befreiend, dass ich sagen kann, mir scheißegal, ob es deswegen 100 Leute weniger oder mehr sind, ich poste es dann, wenn ich Bock habe. Und wenn ihr Bock auf mich habt, dann schaut einfach ab und zu mal auf meinem Kanal vorbei, schaut euch wieder ein paar Videos so und dann sind wir alle happy und sind wir alle ein bisschen freier. Ich habe auch keinen Bock auf diesen ganzen Steuerscheiß und so. Ich rechne das jetzt auch mal mit der Steuer ab, mit diesen Einkünften, die ja wirklich extrem überschaubar sind. Aber das ist es einfach nicht wert. Das ist es alles einfach nicht wert, dieses ganze Gedöns. So machen wir das nicht mehr. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du mir deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Vielen Dank, dass du mir deine Kommentare schenkst und dass du meine Videos anschaust. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem tollen Buchvideo. Ciao.